Wir hatten eine tolle Bandbreite an Gerichten, auch ja, sehr, sehr experimentell ein veganes Gericht. Das ist auch etwas, was man nicht so oft sieht. Der Schwierigkeitsgrad war enorm hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Und da ist doch der ein oder andere an seine Grenzen gekommen. Ein neuer Tag birgt neues Glück, aber auch neue Gefahren. In diesem Fall in Form von einem Rezeptetausch, den wir heute vornehmen werden. So, jetzt bitte ein bisschen dramatische Musik einblenden. Sich zu verabschieden vom eigenen Rezept und das Rezept des anderen willkommen zu heißen. Servus, hallo. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Küchenschlacht, meine Damen und Herren. Diese 5 Jahre alte Hasen haben den gestrigen Tag überstanden und scheuen sich auch nicht vor den nächsten 35 Minuten. Ich sage an die Töpfe, fertig, los geht's. Jawohl. Fünf alte Hasen habe ich nicht umsonst gesagt. Das ist nämlich tatsächlich so, dass Eier alle 5 eigentlich mittlerweile nach der Küchenschlachtteilnahme sich so ein bisschen im Kulinarischen rumtreiben und es schon so halbwegs zum Beruf gemacht haben. Bedeutet, wir haben es hier mit so Halbprofis zu tun. Und da haben wir natürlich das Level noch mal ein bisschen höher gesetzt und haben eine wunderbare Rezepttauschrunde heute. Also das ist die Aufgabe. Die Rezepte wurden ausgetauscht und es wird natürlich sehr, sehr spannend, ob man ja, so ein gemeines Rezept geschrieben hat, ob man gut improvisieren kann, wie man damit umgehen kann. Und das Schöne ist, Zünglein an der Waage ist heute Ali Güngermisch. Jawohl. Ich glaube, der Ehrgeiz ist geweckt, ne? Denn es geht auch um einen guten Zweck. 1500 Euro sind zu gewinnen, wenn man das Rennen hier macht am Ende der Woche. Und jetzt schauen wir erstmal nach unserem ersten Kandidaten, der, finde ich, gestern einen, also wirklich einen Gourmet-Teller gezaubert hat, par excellence, ganz großes Kino bisher bewiesen hat. Riesenapplaus für Matteo. Matthias. Komm jetzt auf Matteo, ich glaube wegen Calcia Candela. Du bist der Einzige, der mich nennen darf. Du erinnerst mich einfach an Matteo. Ja? Ehrlich? Du hast dich heute wieder echt rausgepustet, muss ich sagen. Also, Dankeschön. Du bist ja so ein Styler in der Küche, ne? Also, ist das derselbe Hut von gestern? Nee, ne? Ist derselbe Hut, ne? Aber gefällt er dir? Oder? Ja, mir gefällt er sehr gut. Gutes Outfit. Bock? Ja, klar. Warum nicht, ne? Kann ich mir kurz deinen Pfeffer leihen? Ganz kurz. Klar. Matthias, jetzt ist ja die Frage, welches Rezept hast du denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Moment mal. Damit fängt es schon mal an. Kalbsfilet mit Mandel, Honigsoße, Zuckerschoten und Kartoffel-Orangenrösti habe ich. Und das Rezept ist von Herbert. Genau, ja. Und weil ich will, dass du heute richtig abrockst, setze ich dir jetzt wieder den Hut auf. Ach, danke schön. Danke ja, sprichwörtlich. Also Kartoffelrösti, der perfekte Rösti für mich ist einfach, dass der außen wunderbar knusprig ist und in der Mitte schön saftig ist. Und dann in dem Fall würde ich einfach ein paar Orangen abrieb, schön mit der Reibe. Nur das Gelbe, sage ich jetzt mal, von der unbehandelten Orange mit dazu geben, damit du schöne Orangennote hast. Es darf natürlich nicht zu viel werden, weil wenn du dann die in der Pfanne dann ausbackst, kann auch sein, dass die Orangenzeste schwarz wird oder dunkel wird und dann wird es bitter. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Was ist mit dem Rezept? Also Kalbsfilet, Zuckerschoten, Honigsoße. Genau, Mandel-Honigsoße. Mandel-Honigsoße, was kannst du damit anfangen? Bis jetzt noch nicht so viel, aber ich denke, ich schaue jetzt mal, was ich genau mache. Ich mache jetzt mal ein paar Mandeln röstig an und dann hoffe ich, dass es alles funktioniert. Gefällt es dir nicht, das Rezept? Oder? Doch, das ist schön, also ein schönes Rezept, aber natürlich ist es immer schwer, wenn man irgendwas sieht, was man nicht so kennt. Mhm. Aber ich gebe mein Bestes und ich bin überhaupt froh, jetzt dabei zu sein und hoffe, ich habe Spaß heute. Das ist die richtige Einstellung. Das Rezept ist von Herbert, ne? Ja. Gut, dass du bei mir stehst. Ich brauche jetzt auch sofort Hilfe. Ist ein bisschen böse, das Rezept, oder? Was musst du ihn fragen? Matthias, komm mal rüber. Ja, ich komm. Ja, das musst du jetzt mal erklären. Was hast du dir dabei gedacht? Es war schon so ein bisschen so. Ich habe gehofft, dass ich es ziehe, wenn ich ehrlich bin. Also es war jetzt gar nicht gewollt, ne? Aber wenn ich irgendwie helfen kann, gebe ich. Ich hoffe, dass es klappt, aber sieht doch schon mal super aus. Und jetzt schaue ich mal zu Matthias.
Du hast deine Zuckerschoten. Du hältst dich an die Rezeptur, ne? Ja klar, muss ich ja, oder? Naja gut, man kann das ja auch neu interpretieren, ne? Ja, ich habe ja die Sachen hier, die dazugehören, und da versuche ich jetzt was draus zu machen. Ich sag's deshalb, weil du die Zuckerschoten so anschwenkst, sozusagen schmorst. Ja, ich habe die kurz blanchiert und jetzt werden die mit bisschen Butter, das gibt ja immer Schmackes, ein bisschen Butter muss sein. Ja, Salz dran, aber ne? Es ist noch sehr früh. Du hast natürlich bei 22 Minuten verbleibender Zeit die Gefahr, dass das Ganze auch grau werden kann. Ah, okay. Ja, ich habe noch ein paar hinten für Notfall, aber ich lasse die hier langsam. Und Süßchen kochst du auch? Genau, können wir runternehmen. Fleisch ist im Ofen, ne? Ja. Hast du im Ganzen geschoben? Was ist da die Kerntemperatur? Oder? Ja, 58 Grad wären cool. Ja. Läuft bei dem Jungen. Matthias, hast du schon mal Nussbraten gegessen? Nee, noch nicht, aber ich bin gleich am Start, wenn es soweit ist. Ne? Ja, das glaube ich dir. Da schauen wir mal, ob du davon was abbekommst. Findest du die? Ja. Groß? Nee, die werden noch ausgestochen, ne? Ach so. Ja, also ich finde, die könnten noch ein bisschen bräuner werden, ne? Das sind ja die Kartoffel-Orangen-Röstis, ne? Die könnten, finde ich, noch ein bisschen krosser sein. Okay. Was willst du für eine Küche willst du mal machen? Italienisch. Italienische Küche für dich. Das ist eine italienische Soße. Nee, du willst, sollst mal probieren. Weiß man ja nicht, ne? Sieht auf jeden Fall, ich glaube, die müssen wir mal zeigen hier, die Soße. In der kurzen Zeit, dass sie diese schöne Farbe hat. Ich nehme hier mal. Also die sieht so schön aus, jetzt schon. Finde ich, ist noch nicht, könnte noch ein bisschen besser abgebunden sein, wenn sie jetzt noch so gut schmeckt. Das ist eine Kalbtraumsoße. Total schön, total kräftig. Schön. Ich gebe es mal dem Rezeptgeber. Ne? Ich sag mal, was er dazu sagt. Matthias? Sehr lecker. Ist das okay? Das ist doch jetzt Politik. Das ist doch jetzt Taktik. Die ist doch zu sauer, hör mal. Findest du? Nein, ehrlich. Das Fleisch hat jetzt 49 Grad. Ich bin ein bisschen hochgegangen. Ja. Ja, das ist besser, ne, oder? Du hast natürlich jetzt auch die Nadel ins dünne Ende reingesteckt. Aber es sieht ganz gut aus, finde ich. Also das Einzige, was du jetzt noch mal machen könntest, wie viel wolltest du haben? 58 Grad, ne? Das ist natürlich noch nicht, ne? Ja, da musst du echt noch mal ein bisschen hochgehen. Ne? Dann nimmst dann aber wirklich, schneidest von hinten weg. Ja? Aha. Und dann lass es auch kurz noch ein bisschen auf dem Brett liegen, wenn du es gleich aufschneidest. 230? Ja, mehr würde ich dann jetzt auch nicht machen. Also da ist deine Sache. Ne? Aber sind jetzt bei 50. Da ist alles gut, oder? Also eigentlich sagt man schon, bei 52, 54 Grad ist es schon nicht schlecht. So, letzte Minute bitte. Bei dir auch, Matthias. Oh mein Gott. Ne? Das musst du noch lernen, Matthias, ne? Ja, ja. Ja? Wenn Servicezeit ist, muss der Teller am Gast sein, aber jetzt stehen sie alle, habt ihr toll gemacht, schön gekämpft. Matthias musste das Rezept von Herbert umsetzen, Kalbsfilet, finde ich, hat er auf den Punkt gebracht. Die Zuckerschoten sind für meinen Begriff ein bisschen lange in der Hitze ausgesetzt gewesen, aber da wird gleich Ali Güngermüß drüber entscheiden. Ja, dieser Rezeptetausch hat hier nicht so ganz jedem gefallen. Aber das Schöne ist, wir haben einen Juror und dem muss es gefallen. Ich freue mich auf Ali Güngermisch. Schon mal sehr gut gestartet. Es geht weiter. Kalbsfilet. Kann ich jetzt weitermachen? Kalbsfilet mit Mandel, Honigsoße, Zuckerschoten und Kartoffel-Orangen-Rösti. Wow, was für ein Gericht. Schau mal. Also, die Soße hier vermisse ich hier natürlich mit dem Kalbsfilet. Lecker. Soße, lecker. Fleisch wunderbar gebraten. Guter, zartes Fleisch, am Ende noch mal ein paar, bisschen so Fleur de Sel, das Ganze verfeinert, dann Zuckerschoten dazu. Zuckerschoten, Traum, genau auf den Punkt, wow. Kartoffelrösti von außen, schön knusprig gebraten, ich sehe schon in der Mitte, schön saftig, zusammen mit der Soße. Ich
habe, an dem Gericht nicht zu meckern. Schlecht. Ja. Absolut überzeugt mich Kalbsfilet. Wunderbar gemacht. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, ein veganes Gericht zu machen in der Zeit. Morgen freue ich mich auf ein neues Thema, Warenkorb, alles Liebe und immer schön aufessen. Ihr Nelson Müller. Ciao, ciao.